Selbst mein Schwert hat einen Texture-Bug. Der Mann mit der langen Nase. Phantomganon! Das reitende Unheil! Ciao! Alter, das ist Luigi's Mansion 3! Oh mein Gott! Oder Super Mario 64! Er geht einfach in die Gemälde rein! Moin! Was mache ich jetzt? Du kommst einfach auf mich zugeritten, oder? Well, I guess. Chill, Bro. Der hat mich einfach voll verarscht. Da kommt er raus. Haha! Also da, wo man das hört, da kommt er auch raus. Hier kommt er raus. Schneller! Ich Idiot. Ich habe nur noch 2 Herzen, Freunde. Ich werde hier verrecken. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich werde ja wahrscheinlich sowieso am Anfang... Wie... I hope I don't fucked up. Hier kommt er raus. Jetzt bin ich ziemlich under pressure. Der kommt hier nicht raus, glaube ich, oder? Doch. Ich hatte mega Angst, dass er hier nicht rauskommt. Was sagt Navi zu mir? Das reitende Unheil des Weins. Er kam aus einem der Bilder heraus. Schlage seine magischen Attacken mit einer... Oh, man muss jetzt hier jetzt schon anfangen, Tennis zu spielen. Das macht man ja sonst immer erst am Ende. Alter, wie schnell geht das denn jetzt schon hier? Ich dachte, später wird das nur so schlimm. Gonna fucking punch you, man! Ich hab nur noch ein Herz. Wenn du mich einmal treffen solltest, bin ich voll gefickt. Yes! You fucker! Nice! Du hast dich tapfer geschlagen. Es scheint doch, dass du viel gelernt hast. Jedoch... Du hast nur mein Phantom besiegt. Trittst du meinem wahren Ich gegenüber, wirst du vernichtet. Ich werde die reitende Kreatur nun in die Tiefen der Dunkelheit verbannen, denn sie hat ihren Schöpfer enttäuscht. Okay. Alter, mit einem Herz. First try. Das war tatsächlich ganz schön schwierig, Alter. Ich habe ein bisschen Angst. That was pretty hard. Guck mal, wie am Arsch wir sind. Schnell das hier holen. Herzcontainer. Jawohl. Brother. Oh, Alter, wie episch sah das denn aus? Das sah mega cool aus. Oh. Halle der Weisen. Wie heißt der Weise, den wir jetzt befreit haben? Sie war die Weise?
Dank deiner Hilfe wurde ich in den Kreis der Weisen aufgenommen. Ich bin Salia, die Weise des Waldtempels. Holy shit! Ich habe stets gewusst, dass du zu höherem berufen bist. Ich hege große Gefühle für dich. Doch es ist Bestimmung, dass wir verschiedene Wege gehen. Du und ich, wir könnten nicht in derselben Welt leben. Ich werde dich als Weise des Waldes stets unterstützen. Nimm dieses Amulett an dich. Crazy! Wie cool! Die nächste Rare Coin. Das Amulett des Waldes. Salia gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt ihr ihre Kraft. Not bad. Ich werde immer deine Freundin sein. I sure hope you will. What's this? Bro! Was? Sei gegrüßt! Ich bin der Spross des Dekubaumes. Weil du und Salia den Fluch vom Waldtempel genommen habt, kann ich wachsen und sprießen. Hab Dank! Tree Rider, du bist wiedergeboren! Hast du deine alten Freunde wieder gesehen? Wahrscheinlich wird dich von ihnen niemand mehr wiedererkennen. Das liegt daran, dass Kokiri niemals altern. Die vergangenen Jahre gingen an ihnen spurlos vorüber. Sicher fragst du dich, warum du gealtert bist. Nun, du hast es sicher schon geahnt. Du bist kein Kokiri, du bist ein Hylianer. Ich bin froh, dir dieses Geheimnis endlich offenbart zu haben. Wie süß der einfach aussieht. Das ist überhaupt nicht mehr süß, das ist krass. Vor langer Zeit fand in Hyrule ein Krieg statt, der nahezu eine halbe Dekade andauerte. Um diesem Krieg zu entkommen, gab eine junge hylianische Mutter ihr Baby in die Obhut des Waldes. Als sich das Leben der Mutter dem Ende zuneigte, vertraute sie es dem Dekubaum an. Der Dekubaum ahnte bereits, dass es sich bei dem Baby um ein Kind des Schicksals handelte. Die Kokiri zogen das Kind auf und es lebte dort bis zu jenem Tag, da sich die Prophezeiung erfüllte. Ich lieb ihn einfach. Das ist einfach die Ocarina of Time-Version von meinem Nachbar Totoro. Du bist Hylianer. Es war immer deine Bestimmung, den Wald zu verlassen. Dein Schicksal, nun hat es sich endlich erfüllt. Du weißt, was du zu tun hast. Du musst Hyrule vor dem Untergang bewahren. So sei es, Thomas. Befreie die Tempel von ihren Flüchen und sorge für Frieden in Hyrule. Es war schon eine Überraschung zu erfahren, dass Salia eine der Weisen ist, nicht wahr, Thomas? Ja, Mann! Woher Sheik das wohl weiß? Nun, dann lass uns mal zur Zitadelle der Zeit gehen. Was wollen wir bei der Zitadelle der Zeit? Ich werde jetzt in den nächsten Tempel gehuscht. Thomas, ein wahrer hylianischer Name. Heißt das, wir haben dann dadurch, dass wir jetzt ja hier das Böse verbannt haben, auch alles Böse hier verbannt? Ja. Alles lebt wieder hier. Schön. Was heißt alles lebt hier, aber... Ja, doch. Hier sind auf jeden Fall keine bösen Gegners mehr. Hi. Nun, da der Spross des Dekobombs wächst und gedeiht, herrschen im Wald wieder Ruhe und Frieden. Bei dem Namen Thomas muss ich ständig an Tree Rider denken. Das ist wild, ne? Habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, dass er ja auch Thomas heißt. Sehr funny. Go, bitch. Do you really, really, really wanna go hard? Bum, 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 bum. Bum 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 bum. Gut, dann werden wir jetzt auf jeden Fall mal die Irrlichter verkaufen, die wir gesammelt haben. Dann werden wir zur Zitadelle der Zeit hinüber eilen, hinüber huschen, möchte ich beinahe meinen. Und dann werde ich mich an ein neues geheimes Projekt wagen, was gar nicht so geheim ist, sondern was sehr viel hiermit zu tun haben wird, mit diesem Geschöpf hier. Am Anfang des Streams gab es ja schon ein paar Andeutungen dazu. Spielst du heute schon durch, oder? Ja, safe, klar. Easy. Der eine Tempel, der ging jetzt so schnell innerhalb von den 3 Stunden hier. Da kann ich die anderen 4 auch noch machen. 5, 7, 100. Guck mal, die können jetzt gar nicht mehr die Brücke hochziehen, weil die Brücke ist kaputt.
Hi. Na, mein Junge, hast du ein Irrlicht oder einen Nachtschwärmer dabei? Ich gebe dir 10 Rubine für ein Irrlicht. Für einen Nachtlichtschwärmer. Nachtlichtschwärmer, hm? Sowie 100 Punkte. Du hast bis jetzt 0 Punkte. Ich hab was dabei. You can have it if you want. Ich habe aber leider nur 2 Irrlichter. I'm sorry. I'm a disgrace to you. Oh, du bringst mir etwas. Nun, lass sehen. Es ist ein Irrlicht. Hier sind 10 Rubine, danke. Oh, du bringst mir etwas. Nun, lass sehen. Es ist ein Irrlicht. 10 Rubine. Gerne. Jetzt habe ich aber wenigstens wieder ein bisschen Platz in meinem, in meinen, Flaschen. Jetzt wieder in den gruseligen... Ja. Please shut up. I'm afraid. Please don't do that. Wie viel Uhr haben wir gerade? Sieht gruselig aus. 17 Uhr. Ja, sieht aus wie normale 17 Uhr Zeit. So, und warum sind wir jetzt genau hier? Das ist jetzt nämlich meine Frage. Weil Sheik hier ist. Okay, das habe ich mir nämlich gedacht, dass wir ihr jetzt davon berichten. Alrighto! Du hast jene bösen Geister vernichtet, die im Tempel hausten, und du hast Salia erweckt. Doch sie ist nicht die Einzige, die deiner Hilfe bedarf. Um alle Weisen zu erwecken, musst du noch weit stärker werden. Reise zu den Bergen, in die Tiefen des Wassers und sogar durch die Zeit. Willst du in die Zeit, aus der du kamst, zurückkehren, so platziere das Masterschwert wieder im Zeitenfels. Tust du dies, so reist du 7 Jahre in der Zeit zurück. Es wird die Zeit kommen, da du in Windeseile an diesen Ort zurückkehren musst. Lausche daher meinen Worten. Das Lied, das du spielen musst, um zur Zitadelle der Zeit zurückzukehren, ist die Kantate des Lichts. Bis dann, Lea. Schönes Wochenende dir noch. Hättest du mir das nicht vorher beibringen können? Du warst eben auch im Wald. Eine Woche wäre praktisch, so Lottozahlen. Du hast die Kantate des Lichts erlernt. Solange du die Ocarina der Zeit und das Masterschwert in deinen Händen hältst, hast du auch Macht über die Zeit. Thomas, wir sehen uns wieder. Machst du jetzt wieder deinen Kapuff-Move? Stop. Just stop. Hell yeah, Freunde! Damit den ersten Tempel als erwachsener Link, älterer Link, gespielt. Und das soll es erstmal heißen für den heutigen Tag von The Legend of Zelda.